Hallo, hier ist Laura von Loving Curls. Wenn du wissen möchtest, was das Besondere an Locken ist, dann solltest du jetzt unbedingt dieses Video schauen. Wenn du wie ich Naturlocken hast, dann bist du mit Sicherheit schon mal an dem einen oder anderen Zeitpunkt in deinem Leben an deinen Locken verzweifelt, weil du vielleicht nicht wusstest, wie du sie richtig pflegen sollst oder weil du eigentlich lieber gerne glatte Haare haben wolltest. Seitdem ich weiß, wie Locken überhaupt aufgebaut sind, wie sich Haare überhaupt zusammensetzen und was Locken überhaupt benötigen an Pflege, damit sie sich wirklich gut und gesund locken, seitdem liebe ich meine Haare. Und das wirklich Schönste an Locken ist, sie sind einzigartig. Und deswegen erzähle ich dir auch heute, was das Tolle an Locken ist, was das Besondere an Locken ist und wie sie sich von glatten Haaren unterscheiden. Danach erkläre ich dir natürlich auch noch, wie du deine Locken am besten pflegen solltest und wie du herausfindest, welche Pflege deine Haare überhaupt benötigen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Locken und zwischen glatten Haaren? Warum locken sich Haare überhaupt? Das Ganze beginnt in deiner DNA, denn es ist einfach genetisch bedingt, ob du Locken hast oder glatte Haare. Bei Locken ist es so, dass die Haarwurzel oval geformt ist, während sich die Haarwurzel von glatten Haaren so richtig schön rund ist. Da ist schon mal der grundlegende Unterschied. Schon in deiner Kopfhaut sind die Haare vollkommen unterschiedlich. Je lockiger deine Haare sind oder je krauser deine Haare sind, desto ovaler ist deine Haarwurzel. Damit man weiß, über welche Haare man spricht oder über welche Locken man spricht, gibt es sogenannte Haartypen, in denen du deine Haare einordnen kannst. Die sind zwischen 1 und 4 liegen die ganzen und sind nochmal in A, B und C untergliedert. Ich zeige dir das mal in der Grafik. Das ist ganz spannend. Vor allen Dingen dann, wenn du kein Foto siehst, also wenn du zum Beispiel in einer E-Mail liest, wenn dir jemand erzählt, welche Haare er hat, dann kann er zum Beispiel sagen, ich habe 2A Wellen, ja, das sind eher wellige Haare, oder ich habe 4B, richtig krause Haare sind das dann, dann weiß man in etwa, von welchen Haaren man spricht. Grundsätzlich kann ich dir aber sagen, ist das nicht wirklich relevant für die Lockenpflege. Ganz spannend. Also wenn du nicht wirklich weißt, naja, ich habe 2B, 2C, 3A oder 4A, 4B auf dem Kopf, dann ist das eigentlich egal, weil du musst deine Haare ganz genau analysieren, damit du überhaupt weißt, welche Pflege gut für dich ist. Jetzt möchtest du natürlich wissen, wie du deine Locken am besten pflegen kannst. Und dafür musst du wissen, wie deine Locken oder Haare insgesamt aufgebaut sind. Deine Locken bestehen aus einem Kern, aus dem Haarmark. Das ist die sogenannte Medulla und die befindet sich ganz im Inneren deines Haares. Die ist umgeben von einer Faserschicht, der sogenannten Cortex, und die wiederum wird geschützt durch die Schuppenschicht, der sogenannten Cuticula. Und je nachdem, wie offen die Schuppenschicht deiner Haare ist, benötigen deine Haare andere Inhaltsstoffe, um gesund weiterzuwachsen. Deswegen ist es wichtig, immer mal wieder die Porosität deiner Haare zu bestimmen, damit du weißt, was deine Haare an Pflege benötigen. Übrigens habe ich dir hier in meinem Loving Curls Channel auch noch ein Video zum Thema Haarporosität aufgenommen. Also musst du dir auch mal ansehen, ist hochinteressant und ganz wichtig für die Wahl deiner Haarpflege. Dann ist es noch wichtig zu wissen, ob deine Haare eher dick oder eher fein sind, denn davon ist auch abhängig, ob du eher reichhaltige Pflegeprodukte verwenden kannst oder deine Haare nicht beschwert werden sollten, weil sie ansonsten
ja, einfach schlaff runterhängen. Meine Haare sind wirklich schön gewachsen, nachdem ich die Curly Girl Method kennengelernt habe und sie auch gerne anwende. Es geht dabei darum, dass du sulfathaltige Shampoo vermeidest und auch austrocknende Alkohole ab jetzt aus deiner Haarpflege streichst. Wasserunlösliche Silikone legen sich auch um deine Locken wie eine Schutzschicht, was ja grundsätzlich gar nicht falsch ist. Das Problem ist nur, wenn sie wasserunlöslich sind, verdursten deine Haare darunter, sie vertrocknen. Und was als erstes in schöne, seidig weiche Haare sind, wird danach einfach strohig und sehr trocken und du hast eigentlich deinen Haaren gar nichts Gutes getan. Deswegen empfehle ich dir, wasserunlösliche Silikone aus deiner Haarpflege zu streichen. Auch ganz wichtig, deine Locken sind gebündelt. Du siehst hier, deine Haare sind wirklich schön lockig gebündelt, wenn du sie richtig gut stylst, richtig gut pflegst. Wenn du deine Haare jetzt im trockenen Zustand einfach durchkämmst, dann plustern sie sich auf, denn deine Bündelung geht dadurch dann verloren. Du solltest daher deine Haare eher im nassen Zustand entwirren, damit sich deine Haare im trockenen Zustand weiterhin so schön bündeln können. Ganz wichtig ist auch dieser Tipp: Vermeide Hitze in deiner Haarpflege. Die meisten werden dir erzählen, dass du deine Haare an der Luft trocknen lassen solltest. Und ja, das ist die schonendste Methode, um deine Haare ja nicht anzugreifen. Allerdings kann ich dir sagen, nicht jeder hat immer diese Zeit dazu. Und deswegen empfehle ich, wenn du deine Haare mit einem Föhn föhnst, verwende einen Diffusor und verwende vor allen Dingen die geringstmöglichste Stufe. Sowohl die Gebläsestufe als auch die Wärmestufe. Also je weniger du da machst, je weniger Hitze du hast, desto schonender trocknest du deine Locken. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich freue mich schon auf unser nächstes Video. Hinterlass mir sehr gerne ein Like und vor allen Dingen abonniere meinen Loving Curls Channel, damit du kein weiteres Video zum Thema Locken und Lockenpflege mehr verpasst. Ciao, deine Laura.